Und zwar heute zum Thema Pizza. Warum Pizza? Weil natürlich viele können nicht ohne Pizza leben. Und da gerade in der Umstellungszeit, das heißt, alle wollen sie wieder schön werden zum Sommer, gibt es heute von mir eine Low-Carb-Pizza. Eine Pizza ohne typischen Pizzateig. Wie geht es? Ganz einfach. Hier haben wir Frischkäse, 3 Volleier, wir haben Schinken, wir haben noch ein gekochtes Ei, wir haben mageren Käse unter 20%, wir haben Paprika, wir haben Tomaten klein und wir haben Paprika und wir haben ein, genau, Backblech und wir haben einen vorgeheizten Ofen auf 150 Grad Umluft. Passe! 3 Esslöffel, zack, zum Eigelb dazu und Obacht, Uft passe! Und zwar hier haben wir Backpulver. Und dann nehmen wir und zwar Drittel. So, hier rein. Und Handbetrieb. Für die Sportler natürlich. Und jetzt. Und danach geht es weiter. Frischkäse, Eigelb. So. Und jetzt wird das Eiklar zwar gerührt. Das kommt jetzt, Obacht, in den vorgeheizten Backofen bei 150 Grad und das Ganze 10 Minuten sind um. Kuckuck und weiter geht's. Und zwar, jetzt kommt der Schinken drauf. Einmal, zweimal, jetzt sind wir aussehen. Brot, noch einen drauf. So, dann kommt ein bisschen Ei, tata, bisschen Paprika. Ja, ein bisschen Paprika. Jetzt machen wir ein bisschen Tomate drauf. Ein bisschen Kräuter. Kräuter. Und zwar von den netten Italienern. Das ist prima. Achtung, mageren Käse. Knapp 20%. Ein bisschen Mozzarella ist drin. Ein bisschen Edamame ist drin. Alles vom Feinsten. Käse. Ab geht's im Backofen. Gewürzt wird noch später mit Salz und Pfeffer. Pizza! Low Carb Pizza und einen lieben Karottensalat dazu. Und das Ganze mit ganz wenig Carbs. Und das lasse ich mir jetzt schmecken.